zwei Kamikaze, verrückt, da sind wir schon wieder. Ha, schon wieder das Video vorbei, ne? Oft geht das ja schneller, als man denkt. Ich hätte das Video zum Beispiel persönlich länger in Erinnerung. Habt ihr das geküsst? Thomas? Schneller laufen lassen. Hast du schneller laufen lassen, ja? Was ich beinahe unterschlagen habe, ist, dass heute die Donuts zu Gast sind. Ja? Die leckeren Donuts. Donuts. Donuts? Donuts spricht man das ja aus, ne? Ist ja ein Wortspiel, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber in der Regel habe ich das meistens nicht richtig verstanden. Deswegen bin ich ja auch jetzt hier. Wer noch viele Dinge nicht so richtig versteht, kann bei mir Schülerpraktikant werden. Das hat... Und weil er meistens schlecht gelaunt ist, nennen wir ihn Pistorf Christoph, der hat das gemacht. Und hier ist er, mein Schülerpraktikant. Christoph, ein Riesenapplaus! Nils! Christoph, hier, dein Mikrofon. Danke. Du weißt doch beim letzten Mal, immer Mikrofondisziplin. Schön... Mikrofondisziplin. Immer vor die, ja. Vor die Fresse halten, ne? Ja? Genau. Bisschen die Hand. Weißt du eigentlich, warum man diese Mikrofone erfunden hat? Man Männer tragen ja solche, Frauen immer solche, ne? Ja, danke. Du kannst dir voll... Okay. Ja? Das ist so ein Assoziationsspiel. Danke, ne? Ja. So ein, dass man dann schon. Eine Frau oder so was halten, dann singen, ne? Mach mal eine Frau nach, die so singt. Nee, lass mal. Ja, ja. Okay, erzähl mal. Du bist ja in der Schule noch, ne? In der 11. Klasse, habe ich recht? Ja. In der 11. Klasse. Hast du schon Leistungskurse gewählt? Nein. Was willst du wählen? Englisch und Geschichte. Ach, zwei nur, ne? Wo ich. Ja, aber es noch ein paar andere, aber. Damals gab es noch drei. Ja. Englisch und Geschichte. Ja. Geschichte bist du gut? Nö. Ne? 1942, was war da? Wann wurde Pearl Harbor bombardiert? Das weißt du alles nicht, ja? Die Schande von Versailles? Ja. Ein Scherz. Hat diese sehr wichtige Vertrags- und Friedensunterzeichnung von Versailles, hat die in einem Güter. Kannst du mal aufhören? In einem Güterwaggon? In einem Flugzeugabteil oder in einem Fiat 600 Uno stattgefunden? Im Abteil, denke ich mal. Im Flugzeugabteil? Ja. Tja, das wird wohl nichts, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es in der Schule ist, aber man da einen Telefonjoker setzen kann, aber... Okay. Das war jetzt falsch, ne? Ja, nee, ist klar. Neandertal-Gymnasium. Genau. Du bist ja auf Neandertal-Gymnasium. Keinen Namen. Dann vielleicht mal was anderes fragen dann einfach, ja? Irgendwie, seit wann kannst du aufrecht gehen? Nicht lange. 5 Minuten, 10 Minuten, morgen. Der Therapeut ist draußen, ist beigebracht. Okay. So, Neandertal-Gymnasium. Kommt man denn da überhaupt, du bist jetzt ja 17, ja, ja. Und musst dich aber bereits seit 5 Jahren am ganzen Körper rasieren. Ja, kommt man da überhaupt noch zum Lernen? Nein. Hey, wir wollen dich nicht verarschen. Ja, obwohl klar, doch. Ja. Und wie ist es in der Schule, was hast du denn für Ausreden, wenn du zu spät kommst? Verschlafen ist die beste. Verschlafen? Ja. Ich verschlafen. Ja. Kommst du mal so rein in der Tasche? Ja. Ja. Verschlafen. Christoph? Ja. Was geht? Ja, ich werde mal mit deinen Eltern telefonieren müssen. Sowas? Ich hab kein Telefon. Ich hab kein Telefon? Ja. Sagst du dann immer? Ja. Hey, das war auch mal mein Spruch. Ich hab kein Telefon. So, was hast du in deiner Hand? Ich habe was mitgebracht. Nein, ich habe Tagebuch geschrieben. Tagebuch geschrieben? Ja. Tagebuch, du meinst ein Videotagebuch geführt? Ja. Ich werde das jetzt mal in unseren Videorekorder einführen hier, die Kassette. Ja. Und drück mal Play. Dann müsste es kommen. Okay. Klick. Da bist du. Ausrollstrecke ist das. No, das war's. Ja, verrückt. Ja, was machst du? Hast du viel gelernt bei uns eigentlich? Ja, doch. Was denn zum Beispiel? Küche putzen, für Spätzle einkaufen gehen. Ja, der Thomas isst gerne Spätzle, ne? Alle. Alle essen gerne Spätzle? Ja. Nur ich nicht, ne? Ja. Was esse ich gerne? Mescalin und so weiter. Was? Nein, frisches Obst und Salat. Ah, frisches Obst und Salat, soll ich sagen. Genau. Wie ist das zu sagen? Ja, das, Mikrofondisziplin. Ja. Ich kann dich jederzeit was fragen, du musst dann antworten. Ich will jetzt gerne gehen, geht das? Ich will jederzeit was fragen. Jetzt? Ja. Okay. Jetzt fangen wir mal Deutsch. Geschichte hat ja nicht so geklappt. Soll aufhören, siehst du was? Geschichte hat ja nicht so geklappt, ne? Nee, alles klappt nicht so. Dann wollen wir mal Deutsch probieren. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der? Kein Plan, ich gehe jetzt wieder. Vater? Nein. So. Es ist der? Vater? Vater? Mit? Seinem? Seinem? Rind. Das ist der intelligente Thomas. Immer Mikrofon stehen. Wer hat das geschrieben, das Gedicht? Heißt es Goethes Glocke oder Schillers Glocke? Schillers.
Wir sagen 2 plus, hm? Danke. Christoph, unser Schülerpraktikant, ja? Eine Riesenleistung. Ich muss sagen, Hut ab vor dem Neandertal-Gymnasium. Die haben doch ihren Lehrauftrag mal sowas von erfüllt. Ja? Da kann ich doch eigentlich mal mit Fug und Recht sagen, es ist doch keine Steuerhinterziehung, wenn ich jetzt ab heute nicht mehr bezahle, oder? Das Geld wird ja offensichtlich woanders verpulvert. Hm? Heißt das eigentlich Neandertal-Gymnasium, weil dann Neandertaler unterrichten oder zur Schule gehen? Oder beides? Das ist die Frage, die ich jetzt hier klar beantworten könnte, aber wie es tun würde, dann hätte ich morgen wieder irgendwelche Lehrer, die vor meiner Tür übernachten und für ein Autogramm alles tun würden. Das habe ich wirklich nicht, also das möchte ich nicht. Jetzt kommt Weetos, heißen die? Oder Weetas? Jetzt kommt irgendeine Scheißband, deren Song Teenage Dirtbag heißt und wahrscheinlich auch so genauso beschissen klingt.